bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns gerade am Homeschooling sind. Ich persönlich bin es zwar nicht, aber ich dachte mir, für dieses Video werde ich mich mal in die Position hineinversetzen, als wenn ich gerade im Homeschooling wäre und zeige euch dann mal meine Morgenroutine im Homeschooling zu Hause. Den allerersten Tipp, den ich euch geben würde, ist wirklich auch früh aufzustehen. Also auch wenn du vielleicht erst um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen musst, hilft es dir trotzdem etwas früher aufzustehen. Mein nächster Tipp wäre, das Handy morgens auszumachen für die erste Stunde bzw. schon am Abend ausgemacht zu haben, damit du dann am Morgen nicht direkt von Social Media und so weiter abgelenkt wirst und gleich als erstes am Morgen auf Dinge reagierst. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja gerade achtsam in den Tag starten und selbst unser Mindset sozusagen formen. Und um genau das zu machen, habe ich mittlerweile die Gewohnheit, dass ich jeden Morgen als allererstes an eine positive Sache denke, um mein Mindset einfach schon in diese positive Richtung zu lenken. Nachdem ich kurz im Bad war, gehe ich dann runter frühstücken und ich muss tatsächlich sagen, dass mein Essen irgendwie nicht so schön aussieht und nicht so richtig Foodblogger-mäßig, aber es ist egal. Ich esse morgens meistens ein Brot mit irgendwie Obst und Gemüse dazu. Was mir wirklich sehr geholfen hat oder immer hilft morgens, ist mich wirklich richtig fertig zu machen. Also auch wenn ich nur im Homeschooling bin und mich sonst keiner sieht, hilft es mir sehr, mich trotzdem richtig anzuziehen. Natürlich meine Zähne zu putzen, wie ihr immer machen solltet. Und dann räume ich morgens auch noch ein bisschen auf, meistens so 5 Minuten. Ich mag einfach sehr diese Methode, morgens und abends ein bisschen aufzuräumen, da ich dann nie so richtig viel machen muss, weil ich immer so ein bisschen mache. Und weil ich mir morgens immer sehr, sehr viel Zeit nehme für meine Morgenroutine, habe ich meistens noch eine halbe Stunde oder zumindest so 20 Minuten Zeit, um irgendwas zu machen. Und da lese ich immer sehr gerne oder da ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mein Handy anmache. Was für mich nie morgens oder generell auch nie fehlen darf, ist als allererstes Musik. Ich höre irgendwie immer Musik, vor allem um mich zu motivieren und um so Motivation und Inspiration für den Tag zu bekommen. Und zum anderen ist es dann auch meine Time-Tracking-App. Also ich mache Time-Tracking, was heißt, dass ich jede Minute meines Lebens so ein bisschen tracke und plane und analysiere. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich habe dazu auch schon mal ein ganzes Video gemacht, falls es dich mehr interessiert. Und war natürlich auch immer morgens. Und wenn danach der Unterricht schon langsam naht, würde ich mir immer einen Stundenplan rausnehmen und gucken, was für Stunden ich überhaupt gerade habe und mir dann so eine Art To-Do-Liste schreiben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr momentan nur Aufgaben bekommt oder ob ihr richtig so Videokonferenzen habt. Falls ihr Konferenzen habt, bietet es sich sehr an, das Ganze auch einzutragen und nicht nur zu tun, sondern wirklich als Termin. Und eine Methode, die ich immer sehr gerne verwende, ist das Time-Blocking, also sozusagen meine Zeit auszublocken und das sozusagen richtig krass bis auf die Minute genau zu planen. Und das Ganze wäre hier auf keinen Fall ein Lara-Emily-Video, wenn ich euch nicht zumindest einmal die Pomodoro-Technik vorstelle. Und zwar ist mein nächster Tipp die Pomodoro-Technik. Wer hätte es gedacht? Das heißt, ihr nehmt euch 25 Minuten und macht 25 Minuten dann eure Aufgaben, macht dann 5 Minuten Pause und wiederholt das Ganze zweimal, bis ihr dann eine längere Pause macht. Falls du dich jetzt auch für meine Morgenroutine am Wochenende interessierst, kannst du sehr gerne mal hier klicken und dort gerne vorbeigucken. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!